für mich war das auch gar nicht so, ich werde jetzt Street Artist oder ich werde jetzt Graffiti-Maler, sondern es war einfach so, mir macht Spaß und ich mache irgendwas draußen. Klar, wie es halt dann ist, man bleibt da ungern nur bei einem Medium halt. Und dann habe ich auch vermehrt gespult und dann mehr zu größeren Sachen, also dass ich auch mal Urlaubs oder gerollte Sachen mache. Schon für mich, man hat eine Idee und man malt das Bilder zum Beispiel an seinem Schreibtisch auf dem Blatt Papier und dann geht man raus, macht irgendwie was und kommt dann halt abends wieder und guckt sich das erste Mal wieder so seit 4-5 Stunden an und denkt so, boah, das sieht aber richtig gut aus. Und diese Freude und dieses Moment und dieses Ding, das da zu spüren, finde ich, für mich ist das entscheidende Ding, warum ich das mache. As we sit in the station, hoping we can go out into the desert, the glaciers and the snow, on another planet. Schon fast wie eine Sucht auch, oder das ist halt so dieses, während andere vielleicht irgendwie, ich gucke jetzt irgendwie eine neue Netflix-Serie an, was mache ich eigentlich mal? Im Wesentlichen versuche ich eigentlich schon fast jeden Tag zu malen. Jetzt gerade das Wort Street Art auch so erwähnt, gefällt mir auch gar nicht so unbedingt dieses Labeling oder diese Kategorie. Also insbesondere was da ja eigentlich auch den Aspekt anbelangt bei der Unterscheidung Graffiti versus Street Art. Also für mich ist das eh auch so, dass wenn man da so diese Unterscheidung aufmacht, dass ich das auch gar nicht mehr als zeitgemäß empfinde. Zum Beispiel heute auf die Antistar-Bewegung in Berlin guckt, wie dort die Szene malt und wie dort die Bilder aussehen. Da kann man gar nicht mehr so diesen Aspekt so heranziehen, ja okay, da ist die Outline super gezogen und dann die Second auch, sondern dieser technische Aspekt entfällt da. Und somit entfällt auch so dieses Unterscheidungsmerkmal, woran man reales Graffiti eigentlich festmachen kann. Dass einer das so geschrieben gehabt hatte, endlich kann jeder machen, worauf er wirklich Bock hat. Na, da vorne kommt ein Hund. Das ist schon gut. Im Wesentlichen war das ja darauf bezogen, auf die technische Seite, also wie gemalt wird. Aber ich finde, man kann den Begriff auch durchaus erweitern und sagen, auch was gemalt wird. Dass ich sage, naja, okay, ich kann mich auch vom Buchstaben lösen und malen irgendwas anderes. Also für mich ist entscheidend, dass es hier um die Aktivität geht. Dass man draußen ist, dass man viel aktiv ist, dass man über den Zaun klettert, dass man in einen U-Bahn-Schacht steigt. Und ob man final dann drei Buchstaben hinsetzt oder einen Charakter, finde ich, ist eigentlich egal. Ich springe dann da ab rüber und ich mache nur die Outline eigentlich. Wenn ich fertig bin, springe ich über den Zaun und gehe zum Fahren. Egal.
bisschen schneller machen. Die oben hat mich gesehen. Die Frau. Es ist einfach für mich auch so die Möglichkeit, dass ich in eine andere Welt treten kann. Man ist halt an Orten, wo sonst niemand oder die Normalbevölkerung eigentlich überhaupt nicht ist. Dadurch passiert auch eine so eine Stadtaneignung, dass man die Stadt wörtlich einfach einnimmt, dadurch, dass ich diese ganzen neuen Orte und Wege betreten habe, aber auch emotional. Dort, wo ich was hingemalt habe, werden die Orte für mich positiv konditioniert. Das heißt, wenn ich durch die Stadt gehe oder in der S-Bahn fahre, ich sehe halt einfach meine Sachen, dann freut man sich. Und gerade auf Frankfurt bezogen, weil ich gerade am Anfang eigentlich eher ein bisschen Probleme gehabt habe. Ich fand die Stadt als sehr trist, grau und oberflächlich war. Aber durch das gefühlte Malen, muss ich schon sagen, habe ich die Stadt noch mehr und mehr lieben gelernt und sehe da eine relativ große Verbundenheit mittlerweile einfach. Thank you.